Hey Leute und herzlich willkommen hier zurück auf Maze.de. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr euch eure eigene Hexschublade baut. Was ihr dafür braucht und welche Überlegungen zum Treffen sind, erkläre ich euch in ein paar Steps. Los geht's! Wie bei so vielen Sachen müsst ihr natürlich erstmal Ordnung schaffen, um erstmal den groben Überblick zu haben. Den groben Plan müsst ihr natürlich vorher schon zu Papier oder in euren Kopf gebracht haben. Ich habe Schwerlastschienen auf eBay bestellt, die preis-leistungstechnisch für mich ausreichend waren. Den Link dazu setze ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Achtet darauf, dass ihr die richtige Größe bestellt. Als grobe Faustformel kann man das Doppelte der Schienenlänge im eingefahrenen Zustand für das Maß im ausgezogenen Zustand nutzen. Steht aber auch alles meist in der Produktbeschreibung der Schienen. Messt also vorher aus, was ihr verbauen wollt oder auch er könnt. Ich habe die Schienen in 65 cm verwendet, weil eben das Maximal dieser Tiefe möglich waren. Kann er das Ganze bis 130 cm ausziehen. Etwas russisch gelöst, aber wesentlich stabiler als später die Grundplatte einfach zu verschrauben, ist es, einige Winkel an die Schienen zu nieten. So tragen die Schienen später die Platten besser, als Angst haben zu müssen, dass die Schrauben später einfach herausreißen. Meine Platte ist aus OSB-Platten gefertigt, es gibt sicherlich auch noch schönere Möglichkeiten, aber ich hatte keine schnelleren Lösungen parat, so habe ich also einfach die Nieten dort gesetzt und später dann die Platte mit den Winkeln verschraubt. So, jetzt das Messwerkzeug raus. Wir sind auf die Zielgeraden. Messt einfach und nicht unbedingt auf 100 genau die Grundfläche aus. Dazu reicht ein simpler Zollstock oder Maßband natürlich auch aus. Ich brauchte zwei einzelne Teile, weil es sonst mit Feder und Nut nicht anders gepasst hatte. Ihr könnt euch das im Baumarkt entsprechend zuschneiden lassen. Denkbar wäre hier auch Multiplex oder Siebdruck. Achtet einfach darauf, dass das Material nicht zu dünn ist. Ich habe hier 14 mm OSB verwendet. Dann noch einmal mit der Oberfräse über die Kanten gehen. Wenn ihr alles fertig habt, solltet ihr also jetzt eine Hexschublade haben. Ich habe mich hier für eine Möglichkeit entschieden, dass ich nur eine ausziehbare Platte habe, dass ich also hinten keine Blende mehr vorhabe. Wie ihr auch seht, ist die Platte an sich größer als dieses Fach, dieses Loch nenne ich jetzt mal unterm Bett. Einfach der Grund, dass ich da auch größere Sachen raufstellen kann. Ja, diese Kisten zum Beispiel, diese Kisten passen hier wunderbar hinten rein. Habe jetzt aktuell eine andere Möglichkeit gefunden. Mit größeren Kisten, also keine verschlossenen Koffer oder ähnliches. Und so könnt ihr immer wieder individuell bestimmen, was ihr draufstellen wollt, wie groß es sein soll und so weiter und so fort. Ja, also habt da freie Möglichkeiten. Danke fürs Zuschauen bei diesem hoffentlich informativen, aber kurzen Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal ein kleines Feedback da lasst. Schreibt also mal in die Kommentare, wie ihr diese Art von Videos findet, ob ich da noch was anderes machen soll. Lasst einfach mal eure Meinung raus. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein!